Stefanie Popp hier. Gott legt einfach so seinen Finger drauf in diesen Tagen auf das, was kommt. Und ich glaube, dass Gott einfach Pfingsten in diesem Jahr benutzen möchte, um sehr viel gezielter in vielen Menschen einfach diese Erwartung hervorzuholen, dass Gott ein übernatürlicher Gott ist, dass wir ihm begegnen können, dass er uns tauft mit seinem Heiligen Geist und mit Feuer. Und ich habe in den vergangenen 2 Tagen schon über dieses Thema gesprochen. Hunger nach der Geistestaufe, Hunger nach Gott und die Feuertaufe. Und wenn du die verpasst hast, dann geh zurück und schau sie dir an. Sie sind einfach so gut. Ja, aber dieses ganze Thema, getauft zu sein mit dem Heiligen Geist, die Feuertaufe erlebt zu haben. Du fragst dich vielleicht, woher weiß ich denn, dass ich wirklich getauft bin mit dem Heiligen Geist? Woher weiß ich denn, dass ich die Feuertaufe erlebt habe? Und die Antwort aus meiner Sicht ist eigentlich ganz einfach. Du weißt es, wenn dein Leben sich hinterher verändert hat. Ja, das ist die Geschichte meines Lebens. Und ich hatte im letzten Video schon von meinem ersten Erlebnis erzählt, wo ich mit dem Heiligen Geist, mit Feuer getauft wurde. Ja, und wie mich das einfach berührt und verändert hat. Aber das, was ich im letzten Video erzählt habe, das war nur der Beginn, sag ich mal, von einer Reihe von Begegnungen mit Gottes Feuer, die ich hatte. Und ganz speziell in dieser ersten Zeit, die ich wirklich in einigen aufeinanderfolgenden Tage hatte, dass der Heilige Geist mich getauft hat mit Feuer. Dieses erste Mal, wo der Heilige Geist mich mit Feuer getauft hat, im Nachhinein denke ich, er wollte mich testen. Und vielleicht kannst du dich da irgendwie mit reinfinden, weil ich bin eigentlich ein sehr kontrollierter Mensch. Ja, und ich war mir nicht sicher, aufgrund der Zeugnisse, die ich von anderen Menschen gelesen habe. Und auch wenn du in der Apostelgeschichte liest, wenn du einfach siehst, wie der Heilige Geist wirklich die Kontrolle übernommen hat, da habe ich ein Stück weit mit gekämpft, dass ich gesagt habe, Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Kann ich dir wirklich alle Kontrolle geben? Kann ich das wirklich sagen und auch meinen, zu sagen, Gott, komm du und tauf du mich mit deinem Heiligen Geist und es ist mir egal, wie es aussieht und wie es sich anfühlt und was dabei geschieht. Und vielleicht findest du dich in diesen Gedanken wieder. Das war für mich echt was irgendwie präsent war, wo ich oft mit Gott drüber gesprochen habe, auch zu sagen, Gott, ich wünsche mir so sehr, dass ich dir nicht im Wege stehe. Und ich glaube, dieses erste Mal, wo ich einfach erlebt habe, wie das Feuer Gottes auf meine Hände gekommen ist, war ein Test von Gott. Ein Test aber auch für mich, einfach sicher zu werden, zu sagen, ja Gott, ich will dich. Und 2 Tage später bin ich morgens aufgestanden und ich wusste einfach, heute ist etwas anders. Ich wusste, dass heute etwas geschehen wird. Es war wie eine Vorahnung, dass Gott kommt. Und mit diesem Gefühl bin ich durch den Tag gegangen. Das ist immer stärker geworden. Und am Spätnachmittag, es war wieder in einem Gottesdienst, ist einfach das Feuer Gottes auf mich gefallen. Ich kann es nicht mit anderen Worten beschreiben, denn es ist exakt das, was geschehen ist. Keiner hat mir die Hände aufgelegt, keiner hat für das Feuer Gottes in diesem Moment gebetet, sondern Gott hat einfach sein Feuer auf mich fallen lassen. Und sein Feuer kam mit so einer Macht, dass ich wirklich buchstäblich zu Boden gefallen bin. Und auch das sehen wir an vielen Stellen in der Bibel, dass wenn Gott kommt, dann macht es was mit uns. Und ich finde es so verständlich, weil Gott ist ein übernatürlicher Gott. Er ist wirklich Gott. Er ist nicht Mensch. Und wir Menschen, wir könnten seine Fülle gar nicht aushalten. Wir sind nicht dafür gemacht in unserem irdischen Körper. Wir würden sterben. Und ich finde es nicht verwunderlich, dass wenn Gott näher kommt, wenn er einfach näher kommt, dass wir körperlich Probleme haben, das wirklich aushalten zu können. Und so ist wirklich die Kraft Gottes auf mich gekommen und ich bin zu Boden gefallen, wie wenn jegliche Kraft einfach von mir gegangen ist. Meine Beine konnten mich nicht mehr halten und ich bin einfach durch eine Zeit gegangen, durch Stunden, wo Gott einfach da war, wo sein Feuer einfach auf meinem Körper war, wo ich geschwitzt habe durch so eine übernatürliche Hitze und vieles mehr. Gott hat zu mir gesprochen, genauso wie er mit Mose gesprochen hat. Und es ist einfach, es war unglaublich. Und das war nur eine
von seither vielen Begegnungen in unterschiedlichsten Arten und Weisen, die ich mit Gott erlebt habe, wo er mir begegnet und mich tauft mit seinem Heiligen Geist, mit Feuer. Und so viele Jahre wusste ich nicht, dass das möglich ist. So viele Jahre habe ich geglaubt, dass das nur für die Urgemeinde, für die erste Gemeinde war. Und dass es das für uns in unserer heutigen Zeit nicht mehr gibt. Aber heute weiß ich, dass Gott wirklich übernatürlich ist und dass wir ihm übernatürlich begegnen, nicht nur können oder dürfen, sondern auch sollen, denn wir brauchen es. Wie sollen wir ein übernatürliches Leben leben, wenn wir keine übernatürliche Kraft haben? Wir brauchen die Geistestaufe dazu. Wir müssen getauft werden mit dem Heiligen Geist und mit Gottes Feuer. Wir brauchen die Feuertaufe. Und das ist heute aktueller als jemals in der Vergangenheit. Und all diese Dinge sind uns in der Bibel überliefert, damit wir uns damit connecten können für unser Hier und Jetzt. Es ist nicht nur ein Bericht über die Vergangenheit, sondern es ist Gottes erklärtes Herz, Gottes erklärter Wille, sein Fahrplan, wie wir quasi sein Reich auf diese Erde bringen können. Und wenn du dich danach sehnst, dass Menschen gesund werden, dass Zeichen und Wunder geschehen und dass das Unmögliche möglich wird, dass Tote auferstehen, dann brauchst du die Feuertaufe. Du musst getauft werden mit dem Heiligen Geist und das nicht nur einmal für Zeit und Ewigkeit, sondern immer wieder. Es muss für dich ein Fluss werden, einfach deines Lebens mit Gott, ihn kontinuierlich zu suchen nach mehr. Das Feuer Gottes rüstet uns aus, einfach für das, was kommt. Das Feuer Gottes verändert unser Herz. Das Feuer Gottes verändert uns in unserem Charakter. Ja, und vielleicht kämpfst du schon lange mit Dingen in deinem Leben. Du brauchst das Feuer Gottes. Das Feuer Gottes hilft uns, noch verliebter zu werden in Gott. Das Feuer Gottes hilft uns, noch hungriger zu werden nach ihm. Und wenn ich eins sagen kann, dann, dass Gottes Feuer zu begegnen, getauft zu werden mit dem Heiligen Geist, eine Leidenschaft in mein Leben gebracht hat, nach Erweckung und nach dem Reich Gottes. Und dieses Feuer, diese Leidenschaft habe ich seitdem nie wieder verloren. Gott zu begegnen, getauft zu werden mit ihm, hat mich zu einem anderen Menschen werden lassen, auf eine Art und Weise, wie ich mir das nie hätte träumen lassen. Und ich erinnere mich noch sehr genau, nachdem ich das erste Mal wirklich die Geistestaufe, die Feuertaufe erlebt habe, in diesen Tagen. Danach hatte ich wochenlang Probleme. Ich kann es nicht anders sagen, weil ich einfach dieses Gefühl hatte, Gott, du hast mich verändert und ich passe nicht mehr in mein Leben. Und das kann passieren. Ja, das Feuer Gottes, wenn es kommt, es ist in gewisser Weise gefährlich, denn es verbrennt Dinge und du wirst buchstäblich dich anders fühlen und Veränderung geschieht einfach. Ich hoffe, dass dich das hungrig macht. Hungrig nach den Dingen, die du noch nicht erlebt hast für dich. Und weißt du was, es ist kein Grund, sich zu schämen. Ich empfinde, dass Gott in dieser Zeit wirklich Scham wegnehmen wird von seinem Volk. Scham darüber, dass wir die Kraft Gottes verloren haben. Und die gute Nachricht ist, jetzt ist die Zeit, wo Gott seine Kraft in seinem Volk wiederherstellt. Und er tut es durch die Geistestaufe, durch die Feuertaufe. Heiliger Geist, ich bete für jeden, der dieses Video schaut, um neuen Hunger, neue Leidenschaft, neue Sehnsucht danach, dir wirklich zu begegnen und das zu erleben. Gott, komm du und taufe du mit deinem Feuer. Taufe du die Menschen mit deinem Heiligen Geist in diesen Tagen, Herr. Wir brauchen ein Pfingsten. Wir wollen dich. Danke, Vater, dass es dein Herzschlag ist und dein Wille und dass du das tust. In Jesu Namen. Amen. Damit möchte ich dich echt segnen. Teil dieses Video und bleib einfach dran, damit du keine Videos verpasst, die noch kommen.